Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf der Zuschauertribüne und hinter den Bildschirmen. Der vorliegende Antrag beschäftigt sich mit dem Potenzial des Messestandortes Nordrhein-Westfalen in Gänze und ist daher erstmals prinzipiell zu begrüßen. Allerdings, die Ausgangslage der vier Messen in Nordrhein-Westfalen könnte verschiedener kaum sein. Während die größte Messe, Köln, eine Hallenkapazität von 264.000 Quadratmeter besitzt, ist die kleinste Messe in Dortmund nur knapp ein Viertel so groß. Während die Kölner Messe mit 600 Millionen Euro ausgebaut werden soll, lehnten die Bürger in Essen ein Modernisierungsvorhaben über 123 Millionen Euro ab. Nun soll dort im kleineren Maße umgebaut werden. Relevant ist auch die Frage, inwieweit die Messen finanziell dauerhaft am Tropf der Städte hängen. Die Situation und Entwicklung der Messen in Köln, Düsseldorf, Dortmund und Essen konzeptionell unter einen Hut zu bringen, wird daher nicht einfach. Insbesondere, da die Messen, wie im Antrag ja schon beschrieben, nicht nur international im Wettbewerb miteinander stehen, sondern auch regional untereinander. Eine bestehende Kooperation der Messen Düsseldorf und Essen etwa wurde vor einigen Jahren rückgängig gemacht. Es ist also noch nicht ganz deutlich geworden, wie das Land einen Mehrwert durch die im Antrag geforderte Messestrategie schaffen kann. Auch lassen Sie im Dunkeln, ob das Konzept alleine mit Mitarbeitern des Ministeriums erstellt werden soll oder ob Sie auf die Expertise externer Berater zurückgreifen wollen. In diesen Fragen mangelt es dem Antrag an der gebotenen Klarheit und Transparenz. Ehrlich gesagt machen mich solche Anträge eher misstrauisch. Haben Sie womöglich schon ganz konkrete Pläne? Warum nennen Sie diese dann nicht? Was soll denn die Stoßrichtung dieses Antrages sein? Dunkel ist der Redesinn. Wir werden all das im Ausschuss prüfen. Klar ist jedenfalls, sollten die regierungstragenden Fraktionen diesen Antrag als Wiedereinstieg in die Messeförderung von Seiten des Landes sehen, dann sollten Sie das auch von Anfang an klar so sagen. Wir sind gespannt auf die Beratungen. Herzlichen Dank. Vielen Dank.